Was ist da los? Und damit, Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von A Plague Tale Innocence. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem ratzemarzigen Video. Ich fühle mich seltsam. Und halt durch. Wir sind hier stehen geblieben mit dem lieben Amicia. Mein Kopf, er tut so weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Und dem Hugo, da würde ich sagen, liken, wenn es dir gefällt. Discord, Link in der Bio, gerne beitreten. Und da würde ich sagen, laufen wir erstmal weiter und tragen den kranken Hugo jetzt zu Laurentius. Ich hoffe, der ist jetzt bald da hier. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach, nichts. Oh, es ist schon sad. Es ist schon sad, was Hugo durchmachen muss als kleines Kind, aber ist ja auch klar. Er ist anscheinend ein ganz besonderer Junge und viele wollen ihn finden. Aber die Frage ist nur, warum wollen die ihn finden? Warum wollen die ihn mitnehmen unbedingt und Laurentius Mühle, reiten gefühlt das ganze Land? Wird er mich auch einsperren? Wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja, gut. Hier draußen ist es wirklich gefährlich. Ja, da hast du recht, Hugo. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Oh, das sind Tiere. Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. Ich dachte, das wären irgendwelche Säcke, aber nein. Es ist in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist Blut, oder? Das ist Blut, Leute. Oh shit! Oh nein! Es ist alles gut. Oh nein! Es ist nichts gut! Kommen Sie raus! Alles ist gut, solange wir ihn nicht haben. Ach, nein! Scheiße! Scheiße! Nein! Verdammt! Ich dachte, ich kann da durch, aber wir müssen den Löchern ausweichen, Leute. Ach Mist, Alter. Wir müssen hier ein bisschen ausweichen, Alter. Es läuft mir in die Schuhe. Ja, ist gut, Hugo, lauf! Nein! Nein, zur Fackel rüber! Geh doch zur Fackel, genau. Beruhige dich, es ist alles gut. Sie können uns nicht erreichen. Dann los, gehen wir. Schnell rein hier. Und alle sind tot. Und alles ist blutbedeckt, Mann. Oh nein! Oh, Scheiße! Raus. Alles ist gut, solange wir ihnen nicht zu nahe kommen. Warum kommen die aus der Erde gestoßen? Wir müssen hier raus. Das muss ja irgendwas bedeuten. Warum haben sie leuchtende Augen? Da oben ist Feuer. Ja, schnell zum Feuer, schnell. Los, komm. Die Fackeln, die sind schnell bei uns. Schnell. Schon schneller. Endlich. Wir haben es geschafft. Ich helfe dir. Ja. Schnell, gut, schnell. Ab nach oben. Mann, die verdammten Ratten, die sind wieder überall. Das war knapp. Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Ah, hier ist irgendwas. Kein Wunder, dass sie alle Ratten sind. Dieser Gefühl ist nur Fressen für die. Überall nur Fleisch für die. Die können sich damit bestimmt monatelang ernähren. Diese scheiß Ratten. Da würde ich sagen, Leute, machen wir es runter. Und dann Karabonga. Bam! Verzieht euch. Mein Gott. Boah, das muss so stinken. Sind sie wirklich alle tot? Das muss so stinken. Ich will hier gar nicht rüberlaufen. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. Wenn ich schon dran denke, wie das riechen könnte. Ach du Scheiße, dass sie noch nicht abkotzen, das ist schon auf jeden Fall sehr krass. Also, die Atmosphäre in diesem Spiel ist auf jeden Fall schon übelst gut getroffen. Also, alles so ein bisschen dreckiger, alles so ein bisschen dunkler. Und ich höre gerade irgendwelche Ratten hinter mir. Das sind noch mehr Ratten, Alter. Ach du Scheiße. Wo lang jetzt eigentlich? Hier ist eine Truhe. Können wir auch kurz öffnen hier. Und dann, wo ist Laurentius? Mann, er muss doch irgendwo hier sein, Laurentius. Gehen ich hab wir. Die Schnauze voll. Yeah. Wo lang? Dort dann irgendwie, wie? Nach oben? Die Fackel ist bestimmt doch, geht doch bestimmt weg irgendwann. Wir sollten schnell machen. Nee, warte. Das macht keinen Sinn. Die Fackel wird erlöschen. Nee, okay. Nee, warte. Das ist zu viel.
Können wir nicht die Stöcker hier anzünden? Bei diesen Fackeln hier, das müsste auch bestimmt klappen, oder? Das geht sogar perfekt. Los, nochmal. Verzieht euch, ihr Scheißratten! Ihr ekligen kleinen Drecksviecher. Schnell, schnell, Amisa, schnell, schnell, anzünden, anzünden! Oh, ich krieg so Paranoia bei diesen Scheißratten. Das ist so schlimm. Also, wenn Lorenzo sie lieben sollte, ich glaube, ihm wird's nicht so gut gehen. Geht weg hier! Nein, nein, nicht in den Stamm rein, ich bin tot. Die sind tot, Leute. Oder? Oh mein Gott, wir haben es doch geschafft. Ich dachte, das ist das Ende. Weg mit euch! So, erstmal kurz sichern. Alles looten und dann weiter geht's. Sie müssen bestimmt das schieben, genau. Na gut. Los, Sigo, das sind weitere Tiere. Die haben so viele Tiere abgeschlachtet, diese Inquisition oder was Komm auch immer. Schon. Fast geschafft, Amicia. Warum haben sie die Schweine getötet? Das ist so ein Nährboden für die Ratten. Um die Ratten hier zu halten. Aber dass sie alles nicht gefressen haben, das ist schon auf jeden Fall krass. So schwer. Ich. Nein! Nicht. Reden! Schieben! Weniger reden, mehr schieben, mehr atmen, Hugo! Boah, ist echt. Es fühlt sich so schwer am Controller. Diese Vibration, dieses Gefühl einfach, das ist schon auf jeden Fall sehr krass gemacht. Jetzt schnell weg hier. Okay, wir müssen in Sicherheit sein eigentlich. Nur kurz ein bisschen schieben. Es reicht, es müsste reichen eigentlich. Es passt, okay. Dann durch hier erstmal. Gönnt euch mal die Ratten, Leute. Ihr verzieht euch! Aber ich find's geil gemacht irgendwie. Ich find's sehr, sehr schön gemacht. Also irgendwie die Ratten, dieses Gefühl einfach hier zu sein. Shh, Hugo. Aber was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hm? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Ein sehr ekliges Gefühl, aber das wollen wir erreichen. Dann diesen elendigen Ratten, der Lehrling. Okay, für den Laurentius. Laurentius, wo bist du? Es ist so dunkel. Verschlossen. Ist da unten ein Monster. Wir müssen da irgendwie rein. Hugo, wo bist du? Am Brunnen, meinst du? Ich würde mich da nicht wundern, wenn unten irgendwelche Ratten wären. Das ist so eklig. Aber es ist ein lebendes Pferd, also es ist ein Zeichen. Und lebende Tiere. Das ist wenigstens mal was Gutes. Und noch ein paar Schweine, wenigstens noch ein bisschen leben. Hugo! Oh, du lebst hier noch. Tut mir leid wegen deiner Freunde. Ja. Tut mir auch leid, Schweinchen. Machen wir es mal zu erstmal, oder? Achso, nee, achso, oh, okay, das ist aber nur zum Rüberspringen. Okay, das war ein bisschen unnötig eigentlich. Alles klar, da ist noch ein Stall. Ich gehe mal doch zum Stall kurz rein. Die sehen ganz schön schwer aus. Verfaulter Weizen. War sicher für die Schweine gedacht. Alles klar, mal sehen, ob hier noch irgendwelche Tiere leben in diesem Stall, aber ich bezweifle es mal stark, dass hier irgendwer noch lebt. Laurentius, wo bist du, Lea, verdammt? Das Pferd! Die Ratten müssen hier gewesen sein. Die haben... Oh, armes Gott. Pferd. Die haben das Pferd einfach abgenagt. Ich frage mich eigentlich, also, was sind diese Ratten eigentlich? Also, die sind so unnatürlich. Wisst ihr, Leute, was ich meine? Das fühlt sich irgendwie so komisch an. Kletter hoch. Na gut. Na gut, okay. Ich hoffe nicht, dass es der Hauptweg ist, weil ich glaube, dort hinten war noch irgendwas zum Entdecken. Aber wir schauen mal ganz kurz, was wir so finden können erstmal. In diesem riesigen Stall hier. Hier geht's raus, okay, aber ist dort noch irgendwas Wichtiges? Vielleicht irgendein Werkzeug? Oder generell Materialien, die wir brauchen können für Amisa und für Hugo? Da ist irgendwas. Ah, nur Steine, alles klar. So halt nichts Wichtiges leider. Okay, dann würde ich sagen, lauf jetzt mal weiter, Leute. Und ich bin gespannt, was Laurentius so besonders macht, ne? Warum Beatrix meinte, wir sollen zu Laurentius gehen. Und. Können wir runterspringen, oder wie? Ne, hier ist eine Leiter. Okay. Ah, da war eine Leiter und heißt, wir können das dann benutzen, aber ich glaube, hier ist dann kein Weg mehr eigentlich. Ne? Wir sollten dann doch mal Richtung Haus gehen und nicht im Stall hier. Ja. Genau. Aber da ist doch sogar noch eine Klapptür. Das geht hier nach unten eigentlich, Leute. Seht ihr es hier? Das meint sich hier. Das kann man safe öffnen, aber ich glaube, es ist erst für später gedacht. Wenn wir Laurentius finden sollten vielleicht. Okay, wir müssen erstmal rausgehen, Leute. Und dann erstmal
Ja, ab zur Sicherheit und mal sehen, was Laurentius da für Hugo so machen kann. Er müsste dort leben, in diesem riesigen Haus. Dann erstmal, let's go, Leute. Aber ich muss sagen, das mittelalterliche Feeling haben die hier echt geil getroffen. Also ich fühle mich echt wie in dieser Welt gefangen. Auch niemand. Hugo, kletter da rein. Oh, ob und das so schnell klug die Tür. Ist, Amicia? Und ich weiß ja nicht. Ja. Da ist irgendwas. Ich will kurz die Blume einsammeln und die Pflanze. Hugo. Hugo. Okay, Hugo. Das ist kein guter Zeitpunkt, weißt du. Bitte. Na schön, geh schon. Das alles ist deine Akelei. Sie sieht so traurig aus, weil sie den Kopf hängen lässt. Vielleicht fühlt sie sich bei uns nicht mehr so einsam. Ja, es ist nicht schön, allein zu sein. Ja, das stimmt, Hugo. Na komm, okay. Gehen wir. Dann nochmal, Hugo. Ab ins Haus rein und dann öffnen uns die Tür. Oder die Tür ist schon offen vielleicht? Ah, die ist schon offen. Ah, okay. Das macht Sinn, So, Laurentius. Herr Laurentius, wo sind Sie? Komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Ich kann nichts verbessern, leider. Scheiße. Da ist jemand. Wo? Sehen wir mal nach. Oh, scheiße. Das hört sich gar nicht gut an. FFP2-Maske auf und dann rein hier. Aber er hat es hier gut gehen lassen, muss ich sagen. Der Boden ist ein bisschen sass, aber er hat Pflanzen, er hat Schinken, er hat zu essen gehabt, aber anscheinend geht's ihm nicht gut. Ich hoffe, Laurentius wird nicht sterben, weil da wäre alles umsonst gewesen hier. Die Reise mit Amicia und Hugo und einfach dieser Stress, ne? Das Husten ist wieder weg. Das ist, ob das so gut ist? Hallo? Ist hier jemand? Diese eine Schriftrolle. Was soll das sein? Wirklich hübsch. Ja, mal sehen, wie es aussieht. Die Abkürzung der lateinischen Formel Visita interiora terra rectificando in venis oculutum lapidem, was so viel bedeutet wie betrachte, was im Inneren der Erde liegt, indem du das dort vorgefundene läuterst, wirst du einen verborgenen Stein erhalten. Diese Maxim fasst die alchemistische Philosophie zusammen, die auf dem Studium der fundamentalen Natur der uns umgebenden Elemente und ihre Umwandlung beruht. Mit diesen Initialen wird außerdem die Schwefelsäure bezeichnet, mit der Materie bearbeitet wird. Okay, alles klar, gut zu wissen. Sehr, sehr schön. Deswegen, ich find's krass, wie viele Menschen damals was untersucht haben für die Welt, ne? Wer oh, shit! Ihr? Magister Laurentius! Bleibt stehen, er ist ansteckend. Hallo, Lukas. Hugo. Hier. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel fließt in den Adern eurer Familie. In ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe! Sie sind hier. Oh, Scheiße! Gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition hier. Jedoch, sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Das Ignifer? Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst.
Ja, die Reaktion von Amis, der war jetzt das nicht allzu schön. Los, sie sind hineingelangt. Oh, Scheiße. Das ganze Haus voll belagert. Oh, gute Idee. Aber sie fürchten voll Licht. Die Laterne. Schön in Ordnung. Bam. Los. Ah, stimmt. Okay, dann erstmal die abschießen. So. Oh, tut mir leid. Lass es euch schmecken. Keine Sorge. Hugo. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Oh, Hugo. Na schön. Aber bleib in meiner Nähe. Er ist gerade abgefuckt von uns. Wir haben aber ist auch klar. Eine lange Reise hinter uns. Hugo, komm jetzt. Hugo. Hugo, komm jetzt her. Oh, hallo. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Ja, also bleib im Licht, Ferz. Das solltest du auf jeden Fall. Also mein Rat an dich, Ferz. Und Schwein, du auch, Peppa Pig. Du bleibst schön im Stall mit deinem Licht. Alter, die armen Tiere. Also wenn die abgenagt werden... Oh, Scheiße! Oh nein, da sind sie wieder. Und wir müssen safe dann zum Keller gehen. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Oh nein, wir opfern nicht Peppa Pig. Wir werden nicht Peppa Pig opfern. Nein, sag nicht, wir müssen ein Schwein reinwerfen. Tut das nicht. Das Chicken... Nein, auch nicht, eigentlich. Lucas, was hast du vor? Lucas? Er meinte tot oder lebendig? Nein. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. So nein. Nicht Peppa Pig. Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. Das ist Peppa Pigs Urgroßvater, eine Großmutter. Nein. Warum Peppa Pig? Scheiße, das ist ja grauenvoll. Das arme Schwein. Die wollen es ernsthaft opfern. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Heilige Scheiße. Lucas. Ah, ich muss zumachen, okay. Ah, oder so. Nein! Peppa Pigs, Großvater. Kommt mit, gehen wir. Scheiße. Hugo? Das ist grauenvoll. Hugo. Ich mochte ihn so sehr. Hör zu. Oder sie. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Och, Hugo. Jetzt sei doch nicht so. Oh, ein Werkzeug, sehr gut. Her damit. Und dann ab nach oben. Dann müssen wir, glaube ich, zusehen, wie Peppa Pig zerfleischt wird, oder? Er ist schon tot, oder? Oder sie ist schon tot. Ah, das Licht. Oh, doch nicht. Ja. Hugo, sieh lieber nicht hin. Nein! Wir müssen das Schwein opfern! Hier sind so viele Ratten, wir müssen es tun, Leute. Ich will das gar nicht tun. Peppa Pigs, Urgroßvater, wir hören uns. Ruhe in Frieden. Ah! Nein! Das ist so grauenvoll! Wir müssen die Ratten loswerden. Peppa Pigs Urgroßvater ist tot. Oder Großmutter. Es gab keinen anderen Weg. Scheiße. Ey, das ist krass. Also, Plague Tale, die Entwickler, die hauen echt auf die Scheiße manchmal. Kommt, also, hierüber. Das ist schon cool gemacht. Oh. Armes Schweinchen. Ja, armes Schweinchen, ey. Also, von mir aus, das Pferd wäre auch gar nicht so schlecht. Aber Tier ist Tier, Leben ist Leben, ne? Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Einfach einstecken, man kann es. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lucas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Ah, wir haben schon was eingesteckt hier. Gefunden hast. Wir haben einen Schwefel mitgenommen. Alkohol und Schwefel. Alkohol, Schwefel, dieser Ofen. So einen nennt man Atanor, glaube ich. Was tust du da? Schweinchen. Ich löse die Reagenzien auf, eine alchemische Vereinigung. Aber ja, wir sehen auch Laurentius und der Lucas, die haben echt Alchemie. Viel offenbar. Als hätten sie eine ganze Weile hier verbracht. Ja. Er wurde von einer Ratte gebissen, du nicht. Und die haben sogar Ratten hier festgehalten. Er
Ich tue, was in meiner Macht steht, um das zu verhindern. Levita extractam sic. Das ist Latein. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. Ignifer, du kannst das Ignifer herstellen. Drücke, halt hier eins gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Ah, dann machen wir es mal. So, Ignifer. Es ist... Oh nein! Oh nein, nein! Scheiße, wir müssen es werfen, oder nicht? Nein, das Ignifer, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht okay. Klar. Okay, dann machen wir es mal. Wow, oh. Es macht Feuer. War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Sehr gut. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Klar, immer, aber ey, geil. Ein Ignifer, das heißt, man kann jetzt damit die Glutstellen einfach mit Werfen anzünden. Alles klar, gut zu wissen. Ich hoffe, das Schwein ist jetzt... Ah, die haben alles ausgenagt. Hoffentlich schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. Ich hoffe auch. Bam! Verzieht euch. Los, kletter hoch. Dann ab zu Laurentius erstmal. Aber das ist schon ganz praktisch, sein Ignifer. So, nichts mehr raus. Komm jetzt, Hugo. Nimm meine Hand jetzt, Mann. Aber er ist immer noch schmollig, ne, Kleine? Oh, Hugo. Es wird immer mehr. Das sind ganz schön viele. Ja, ich sehe es. Laurentius, ich bahne uns einen Weg. Herstellen erstmal. Und dann Ignifer rein. Bam! Ich muss mich erst um die... Ich gehe zuerst. Okay. In Ordnung. Abgelenkt erstmal und dann nix wie raus hier erstmal. Los, komm. Ignifer. Cooler Name eigentlich, muss ich sagen. Lass mich. Hugo. Och, Hugo. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Nein, Amicia. Oh, Scheiße, die brechen immer aus der Erde raus. Nein, Meister. Lukas, warte. Destillierfeuer. Oh, nein. Vorsicht. Tu doch was. Wir müssen weg. Jetzt. Lorenz ist tot. Meister. Wir brauchen dich! Seht, das Schwert! Wir müssen hier weg! Hugo! Lukas! Nix wie raus hier! Lorenz ist leider tot, Mann! Scheiße! Ist überall. Lukas! Ich bin hier! Wohin oh! Ignifer, Ignifer, Ignifer! Lukas! Bam! Wohin führt er uns? Zum Fluss! Renn! Ignifer, Ignifer, Ignifer! Ignifer Flammerus Ili Brennus. Rennen! Sie sind im Klingel! Oh! Ich seh's! Wohin jetzt? Wohin? Hier, Amicia! Da drüben ist ein Boot, gleich hinter der Mühle. Auf diese Windräder, oder nicht? Amicia, die Windmühle! Ja, ich seh's! Ah, die Schleuder, okay. Gut zu wissen, warten kurz. So, 3, 2, 1, BAM! So soll es gehen! Let's go! Lukas! Alter, was zum Teufel? Schnell, rennen! Nein, oh nein! Nein, lauf! Es passiert schon wieder! Die verdammten Scheißratten! Ab zum Boot, schnell! Alter, was für eine geile Stelle! Na gut, ich will mehr Ratten, ne? Scheißratten, Alter! Ich hasse euch alle! Der arme Lukas, der Meister ist tot eigentlich, höchstwahrscheinlich. Aber wir haben einen Alchemist mit uns, der hier sehr viel machen kann. Und das ist jetzt Kapitel 5. Die Beute der Raben. Geil. Es wird nie langweilig, die Story wird immer vorangetrieben. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier noch abgehen wird. Und da fahren die los. Mit Lukas, Hugo und Amicia im nebeligen Gebiet von Frankreich. Ach,
Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Hugo, wach auf. Komm, Hugo, ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ambrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Das hoffe ich auch. Dann würde ich sagen, Leute, bei der nächsten Folge dann zu Château d'Ambrage gehen. Dann würde ich sagen, liken, wenn es gefallen hat. War eine sehr, sehr coole Folge. Dann würde ich sagen, Discord-Link in der Bio beitreten. Und ja, wir hören uns dann. Bleibt gesund. Und ciao, ciao.